Hallihallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch und wir sehen mal nicht die Tibra. Und nicht den Anduin. Du bist drüben, ich bin da. Jawohl, genau. Ich sammle gerade alles zusammen für den Chemietisch. So. Pika braucht man. Eisenstangen habe ich schon. Du hast gesagt, geschmiedetes Eisen musst du mitnehmen. Geschmiedetes Eisen, ja. Du machst irgendwo. Ist der Pika. Zwei Pika. Ja, bei der Medizin. Bei den Medics. Ja, da sind. Antibiotika hast du schon genommen? Ja, ich bin schon in Heilung. Passt. Was haben wir in der Nacht gemacht? Ich habe Fenster eingebaut, da sieht man sie. Okay. Schaut cool aus. Es wird ein Hausi. Und auf der Seite auch. Eisen da. Dann habe ich meinen Kopf zerbrochen, wo wir die Chemietische hinstellen. Wie viel geschmiedete Eisen brauchst du? Ich mache drei pro brennenden Fass. Okay. Zwei brennende Fässer, glaube ich, brauchst du für den Chemietisch. Ne? Gebe ihm nur mal ein. Chemietisch. Brauchst zwei pro Chemietisch, zwei Messbecher, ein brennendes Fass, dreimal Kochtopf. Ah ja, die kann ich auch noch machen. 15 Eisenrohr. Kannst du aber ja Rüben auch schon bauen. Kochtopf. Ja, da ist nichts eingeschmolzen. Das stimmt, ja. Ja, also packst sechs Kochtöpfe mit, wenn man zwei Chemietische würde machen. Mhm. Wie gesagt, ich brauche sechs geschmiedete Eisen, wobei zwei sind ja Rüben, ja vier. Aber nimm sie einfach mit, das ganze Backel. Ja. Und so. Die Messbecher packst und ich glaube, da haben wir nur zwei. Nur zwei. Also können wir einen einmal fertig erstellen. Wo ist der dämliche Kochtopf drin? Ich glaube, den kannst du sogar in der Schmiede. Ja, da schaue ich gerade. Ah, da. Glaube ich. Ja, Kochtopf, da ist er. 25 Euro, 5 Klee. Ja. Kuchengott, na bitte. Also ich schau da jetzt einmal raus, weil da. Ich glaube, das ist bei mir. Ja, glaube, es hört sich an, wie wenn sie in die Spikes reinlaufen würden, aber ich glaube, bei mir kommt es da irgendwo. Wer. Da ist sicher irgendwo eine Schreierin. Mal gucken. Ja. Bei dir Kreischerin, oder? Ja. Eine Wanderhorde zieht gerade durch. Ah, okay. Ja, aber das ist da bei mir auch irgendwo einer. Wie ich mich jetzt bewegt und da wird es lauter und leiser. Also du bist da gerade hin und her gelaufen. Ja. Oh Gott, nice. Ja, das wird sich bei dir an. Ja, nachdem die Tibra noch nicht herüben ist, werden wir uns auf den Weg machen, nach draußen begeben. Und werden einmal beginnen, den Kranz, der noch aus Cobblestone ist, aufzuwerten. Mhm. Ja, ich werde aber trotzdem laufen, glaube ich. Das soll mir den Buckel runterrutschen. Ah, da kommt schon wieder einer. Eine kreischende Trusse. So. Gut. Ich brauche die Cooking Pot. Ja, ich werde das für die Patronen da lassen. Fürs Erste. Ja. Ja, ich werde außerhalb der Aufnahme mal alles rüber transportieren. Mhm. Ich glaube, dass da einfach wieder Retour. Das ist nicht wirklich was sehr spannend sein wird, wenn ich da hin und ja, fahre. So nach und nach nehmen wir was mit, das ist. Ja. So. Ach, mir wird schon wieder warm, das gibt's ja noch nicht. Bitte meinen Poncho nicht vergessen. Moment, im Gepäck, glaube ich. Sehr gut. Warte mal, habe ich meinen an? Ich kann nichts mehr ausziehen, was soll ich nur ausziehen? Interessant, ich habe deinen Poncho aufgenommen. Ah, ich hab meinen, glaube ich, drüben reingelegt. In die Kiste. Ja, okay, dann kann ich deinen nehmen. Ja, schau mal rein. Ich habe nicht gerade nur einen da. Oder du hast deinen an. Nein, ich habe schon geschaut, ich habe eben nicht an. Gut, ne. Nope. Ich hasse das. Wo er immer der ist. Da ist kein Poncho. Ja, ich habe nur einen im Gepäck und ich habe
Na, sorry, zwei, sorry. Entschuldigung. So. So, dann beginnen wir da mal aufzuwerten. Ach Gott, jetzt brauche ich den Pflasterstein, weil der beschädigt ist. So. Schauen wir mal. Die Steine? Was ihr denn so angerichtet habt. Natürlich keine Lehmklumpen da. Na, da ist nirgends was bei mir. Der ist auch beschädigt. Ja. Naja. Gut, ich kann gleich mal wieder rauflaufen und den Lehm holen. Also es wird nichts. Ich lauf mal in deine Richtung mit Zeug im Gepäck. Antibiotika wirkt noch, das ist cool. Da mal Lehm. Pflastersteine mal zufällig. Nein. So, dann werden wir gleich welche bauen. Und zwar geht sich aus insgesamt, nur so viel brauchen wir nicht. Zappel Philips. Fertig. Gut. Pflastersteine in Arbeit. Ah, jetzt wird mal wieder kühler. Ich hab schon alles ausgezogen. Okay. Wir laufen mit der Rüstung, aber sonst nackt. Oh. Nee. So. Deshalb ständig die Gruppe Kreischerinnen. Oh ja. Na, dort steht einer, ich sehe sie schon. Oder bist du? Nein, das bist du. Ich stehe aber nicht. Du hockst? Ja, das bin ich. So, ich bin schon mal da. Sehr cool. Die ist sicher im Gebäude oder was drinnen. Wo bist du? Bei der Treppe quasi. Treppe. Springst du rauf oder? Nein, ja, ich habe einiges zum Ausladen. Ich da alles. Okay. Aber ich habe hier den Poncho. Ja. Die Rebar Frames. Ja. Was brauchst du noch? Concrete Mix. Ja. Ja, weil jetzt für den Chemietisch kannst du da oben bauen. 2000, ja. Ist gut. Gut. Das war's, oder? Ja, das war's das erste. Falls du mir fürs brennende Fass brauchst, musst du sagen, weil komischerweise, wir haben nachgeschaut in der Nacht bei der Tibra, war das brennende Fass nicht drinnen zum Bauen. Mhm. Ich hab's, wie gesagt, im Werktisch alles gesehen, aber ich glaube, es gibt da auch brennendes. Ja, ihr könnt es auch im Inventar bauen. Ja, Zugbrücke ist wieder oben, nur zu innen. Entweder habe ich da irgendwas gelernt. So, gut, dann fange ich an, Lead ein bisschen zum Einschmelzen, habe ich mitgenommen. Ja. Schmeiß rein. Ich schmeiß rein, Clay hätte ich mitgenommen. Mhm. Ja. Mach was. Damit sie ein bisschen was tut. Gut, Ich bin in die Kiste, glaube ich, Sesseln reingelegt, die kannst du gleich verbrennen. In die Kiste. Die waren vom Rathaus her. Ja. Ja, sehr schön. Die nehme ich mir. Wie weit bist du eigentlich mit dem Werkzeugschmied? 450. Ah, okay, dann ist das ja das aktuelle. Ja. Fackeln habe ich einige. Mhm. S
unten an dem Pfeiler zwischen die Fenster oder so. Mhm. So viele Seiten meine. Die Biker. Ja, da kann ich das zusammenlegen. Das kann ich da herlegen. Wow. Das passt auch schon mal. Ah, ich glaube, die hängt da herinnen wieder. Ja, ja. Ja, da oben. So, brennendes Fass. Wo finde ich das? Nope. Ha! Oh, Forged Iron. Alter, jetzt krabbelt dort wieder einer, das gibt's ja nicht. Springe runter, danke. Hat sich erledigt. So, machen wir so. Gut. Wie viel brauche ich für Forged Iron? Also da sollten sie dringend was ändern, weil sobald man irgendein Gebäude erstellt oder so, man ununterbrochen Kreischerinnen. Bitte. Ich glaube, da drüben war auch noch eins drin. Yep. So, es ist immer der Kranz aufgewertet auf erste Betonschicht. Und dann bauen wir da weiter. So, alchemitische, gell? Dazu brauche ich die. Wo sind meine Cooking Pots? Ach, die habe ich vergessen. Na, macht aber nix. Ich schmelze ja schon Eisen ein. Wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Da. So, ich glaube, dann werden wir das Ganze noch so weiter machen. 3 Cooking Pots pro. Na. Was? Crasherin. An mir vorbeigelaufen und mir Gott sei Dank nicht gesehen. Bitte schön, 3 mal Cooking Pot, 3, da geht sich perfekt aus. Ist die Jacke wieder von selbst gesprungen? Nein, nein, die steht da. Ich höre sie. So. Ich höre dich. Da steht sie. Sehr schön. Oh, schauen wir mal. Eine Chemiestation. Yes. Ja, sehr schön. Jetzt können wir nämlich Schießpulver erzeugen. Ja. Also das hätten wir vorher auch können, aber jetzt kostet es nur mal die Hälfte der Ressourcen. Okay. Wo willst du denn hinhaben? Die Chemiestation? Ja, ich komme schon rauf. Bin am Weg. Hab mir da was überlegt. Bringen wir nämlich schön nur zweite dann. Okay, bin ich doch gespannt. Zugbrücke. Zugbrücke zu. Ah, ist das. Das ist herrlich. Tür auf. So, da noch 3. Und zwar. So, ich leg. Kannst du sie da dran stellen? Ich leg's da mal gerade rein da. Die Chemiestation. Kann man die Beaker selbst machen? Puh.
Gute Frage. Werkbank, wenn? Wenn, dann in der Werkbank, gell? Und wann dann sicher du? Also ich glaube nicht, dass ich die... Nope. Was nope? Ich find's nicht. Okay. Na bitte. Schön. Was man da alles machen kann. Und die zweite stellen wir dann da einfach her. Okay. Mhm. Ja, über Kreuz, passt. Mhm. Hier wird gleich mal Eisen und Lehm eingeschmolzen, gell? Ist die 3. Oh, scheiße. Die ist 3 breit. Ach kack, dann geht's nicht. Ja, dann stellen wir es entweder dahinter dran. Dann haben wir halt da nur 2 breit. Geht auch. So. Ja, weil da wird es sonst eng, wenn da noch was vorspringt. Stellen wir dann einfach auf der anderen Seite dran, den zweiten Kimmtisch. So, so, ich bin wieder draußen. Ja. Ich überlege gerade, ob ich rüberlaufe. Wie soll das einmal wieder alles anziehen? Ja. Ja, dann werde ich die Gegend rundherum, die Straßen säubern. Und wir müssen in das Nachbarhaus noch die Gun Safes öffnen. Kannst du machen. Ich? Ja. Okay. Soll ich? No. Ach so, ich krieg wahrscheinlich besseren Loot, weil ich in den Joe schon investiert. Ja, genau. Generell ist das Häuschen, Achtung, ich komme auch runter. Wie breit sind wir jetzt da oben? Ah, jetzt sind wir 3. Passt. Ja, dann komme ich hier gleich mit, weil die Rampe ist dann fertig. Einfach alles weg haben, weil dann können wir schön mit Bikes zischen. Oder? Ja. Was ist das? Was kommt da raus? Bin ja schon gespannt, wie das funktioniert darauf vorne mit dem Bike. Das ist schon ganz schön steil. Das können wir dann auch mal looten, die Bar. Was das halt ist. So, da. Rampe fertig. Super. Gut, ah, da ist auch einiges drin. Ja, her damit. Was? Oh. Oh. Und fucking es kommt der zweite. Warum triff ich mit dem Messer nicht? Schlag durch sie. Und da hinten ist auch noch eine. Mich. Was ist dieser Faxi, oder? Ja, schreit er auch noch. Achtung, da ist einer hinter dir her, Baseballer. So ein Skaterboy. Ich hab den Kopf verloren.
So. Sehr lecker. Wenn die Gliedmaßen sich trennen. Ja, das tun wir aber alles in die Tonne. Gut. Ich leg da mal alles rein. Haha, da liegt schon einiges. Ist ja nett. Na, in dieser Tonne da. Ja, ja. Mir vorhin. Mhm. Vor allem so hart aus. So, und wie lang sind wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na bitte, funktioniert ja. Na komm schon. Ein brennender. Mhm. Mir auch. Geht super mit der Rakete. Okay. Okay, da ist dann das Gebäude rein. Naja. Ich bin am Weg zum Rathaus. Okay. Da liegt eine Leiche. Nett. Ich glaube, im Rathaus tut sich wieder was. Sind wieder Zombies eingezogen. Mhm. Sind immer die Untermieter, die Unerwünschten. Die Hausbesitzer. Genau. Straßenservern habe ich gesagt. Schauen wir mal. Mit was kriegt man diese Reifen von der Straße? Gar nichts, einfach zu klopfen. Da kommt nichts raus. Ja, wenn nicht bei jedem was rauskommt. Okay. Kommst du auch ins Rathaus oder später? Ja, ich baue nur die zweite Rampe auf, dass wir die zwei Zugbrücken. Gut, dann bin ich, bleibe ich beim Straßensäubern vorerst, bis du da bist. Ah, Potassiumnitrat, super. Oh, ja, so schnell hat mein Konkret nichts verbraucht. Das hat jetzt weniger lang gehalten, wie geglaubt. Ich muss eh retour, ich bin nämlich voll, nahezu. Und wir nur einer oben? Oder hast du mir einen gesamten gegeben? Ich hab da den gesamten gegeben. Drüben ist noch ein bisschen einer. Okay. Genau. Dann räume ich mal da oben aus und dann komme ich zum Rathaus. Ich bin bei der grünen Box quasi. Ja. Zum Ausräumen.